So Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unravel. Gucken wir uns mal die neuen schönen Bilder an. Das Meer, manche Orte liegen weit, weit von allen Sorgen und Problemen entfernt. Sie sind Schätze. Ich will immer noch gerne wissen, was es überhaupt für Bilder sind. Sind es irgendwie von irgendeinem dem Hauptverantwortlichen des Spiels oder so? Irgendwelche Kinder oder so, die er hier verewigt hat? Ein bisschen gruselig auf jeden Fall, aber meinetwegen. Ja. Nächstes Level, ne? Ist ja auch noch hier hinten, I guess. Für die Abkürzung. Ne, gar keine Abkürzung. Sind wir immer so hochgeklettert? Keine Ahnung. Bärenmoor. Aber nicht mit R, sondern mit E. Okay. Los geht's. Erstmal nach links gucken. Klassiker. Warum auch immer diese Punkte existieren. Ich laufe erstmal weiter. Okay. Okay. Ah, hier drin ersaufe ich. Das ist nicht gut. Traurig. Hey gut, ich kann ja hier, ne? Zack. Genau, treib mal bitte bis zum Ende, weil ich wüsste nicht, wie ich dich sonst dahin bringen soll. Okay. Ich hab grad Angst, dass ich dich noch brauche, aber mal gucken. Aha! Für wahr. Ah! Alter, hoppa da. ach so. Ich verstehe die Problematik. Leider habe ich mir jetzt irgendwie ein bisschen versaut hier, habe ich das Gefühl. Funktioniert so nicht, ne? Kann man das wieder herholen? Es treibt natürlich sofort weg, ne? Nee, lass mal. Ich könnte halt... Ah, ja, warte mal, ich habe eine Idee. Mal gucken. Wobei, nee, klettern kann ich auf den dann wahrscheinlich wieder nicht, ne? Ja, Spiel. Ich würde es gerne runterlassen, danke. Naja. Manchmal ist das Spiel so ein bisschen schwer von Begriff. Ja, cool. Tja, nun, ne? Selbst wenn ich darauf komme. Bringt das nichts.
Höchstens versuchen so. Nee, selbst schwingen kann ich an dem Ding nicht. Ich bin wirklich überfordert gerade und weiß nicht, was ich tun soll. So rein logisch gesprochen, aber ich glaube, dass so funktioniert das Spiel nicht. Und jetzt hier ran mache. Ja, und dann hier so ranpappe. Geht er hoch, oh Gott. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Dann dürfte eigentlich, wenn es halt weiter wegtreibt, das Ding ja auch das runterholen. Ich habe runterholen gesagt. Das funktioniert so leider nicht. Sie müssen es halt irgendwie wegtreiben können, so, ne? Treib dahin, wo ich will. Mann, das ist doch scheiße jetzt. Ich bin komplett überfordert. Ich weiß gerade wirklich nicht, was ich tun soll. Scheiße, das Rätsel ist Lösung super easy, aber ich komme nicht drauf, leider. Achso, warte mal, oder kann ich einfach... Mach bitte, danke. Tatsächlich, okay. Ding ist leider halt immer noch weg, ne? Aber warte mal, das kann ich wiederum mit dem... Ja, okay. Aber ich weiß nicht, wie ich es mache. Das war dumm. Das und ganz schnell hoch bitte und direkt festschrauben hier. Ich hab's nicht geschafft. Komm, kletter hoch! Kämpfe! Oh. Wo bin ich? Ah, boah, ja, echt jetzt? Oh. Ey, die Checkpoints im Spiel nerven mich. Also, ich weiß nicht, was das soll. Das muss echt nicht sein. Das muss echt nicht sein. Achso, es ist schon direkt hier. Okay, ich habe irgendwie gerade gedacht, da wäre noch mehr. Okay, ja, nee. Wasser bitte wieder weg. Ich glaube jetzt zu wissen, wie es funktioniert, aber auch nicht wirklich. Muss halt schnell sein jetzt. Zack, zack, zack. Bitte hoch. Verkackt. Danke für nichts. Steuerung! Oh, meine Güte. Bist du denn in der Mitte nicht festgemacht? Ich kann das alles nicht mehr. Ehrlich. Oh, diese Wischi-Waschi-Steuerung von so Indie-Spielen manchmal, ne? Mein Gott. Du weißt dann überhaupt gar nicht, bin ich jetzt drauf oder nicht, weil die Animationen einfach nicht so klar sind. Mag ich nicht. So. Bitte nochmal. So. Hab ich den einfach vergessen eben? Ja, genau. So habe ich mir das vorgestellt. Ha! Na also, geht doch. So, jetzt kann ich das auch lösen hier. Dann kann er davon treiben. Bitte ein Checkpoint jetzt. Oh, fuck off. Mm.
So. Ich hoffe, das reicht. Danke. Checkpoint. Gott sei Dank. Lizard. Cool. Oh, ich saß auf hier. Ich dachte, es wäre flach genug, um ehrlich zu sein. Warum kann ich mich hier festbinden? Niemand weiß es. Okay. Lalalala. Hoppa. Ja, wieder verkackt. Kämpfe. Er kämpft einfach nicht. Boah! Verschlagen. Ich wollte dran vorbeispringen. Direkt das nächste Rätsel, was ich nicht raffe. Ich find's auch ein bisschen lustig. Brrr. Ja, was soll ich jetzt tun? Den Flock hin, von hinten holen kann ich nicht. Der Zug ist abgefahren. Hier komme ich jetzt auch nicht mehr hoch. Herrlich. Okay, er schafft es doch, sich dadurch zu kämpfen. Alles klar. Wo, warum auch immer das vorher nicht funktioniert hat. War da gerade ein Secret? Habe ich das richtig gesehen? Warte mal kurz. Wobei ich ein bisschen Angst, dass ich wieder sonst wo spawne. Da war doch eben so ein Pf. Ja, genau. Ha! Hab ich richtig gesehen. Ja, das habe ich mir so fast gedacht, dass es abbrechen wird. Ja, meinetwegen auch hier rüber. Ja. Ich vertraue mal darauf, dass hier gute Dinge passieren. Mein Vertrauen wurde belohnt. Nimm das mit. Ich brauche das. Hallo Omi da hinten. Oder Kind, ich weiß nicht. Omis und Kinder sehen für mich immer sehr gleich aus. Auch im echten Leben, ja. Ih, verschwindet. Oh, töten die mich oder so? Okay, hier brauche ich doch den Flock. Können wir nicht erzählen. Huah! Nicht mich umbringen, bitte. Ich hoffe, die machen nichts, die Moskitos. Ich glaube, es sind Moskitos. Also Mücken. Weil Wasser und weil. Ich wurde einfach gescammt. Okay. Der Flock ist weg. Wollt ihr mich verarschen? Ach ne, er ist hier, okay. Mies, wie der einfach untergeht irgendwann. Nett. Durch den kann ich mich gar nicht festhalten, ne? Da muss ich schon hinkommen. Schwing nach oben! Das ist alles vergebens. Aber ich kann natürlich. So machen. Juhu! So.
Das ist eine Axt. Krieg ich die hier raus? Aha. Ich hab's jetzt festgebunden. Ich hoffe, das ist cool so. Natürlich nicht. Arschlochspiel. Ich gehe mal erstmal weiter und guck mal, was hier passiert. Alles klar. Ja, festbinden ist nicht. Pfeifer-Spiel auch einfach gerade nur ein bisschen dumm. War es tatsächlich, alles klar. Das wollte ich eben eigentlich machen. Scheinbar habe ich irgendwas falsch gemacht, keine Ahnung. Wie geht's jetzt weiter? nicht so. Sieht mir so ein bisschen aus wie so ein. Nee. Kurz gedacht, dass man den Nagel da vielleicht einfach rausreißen kann. Boah, das fordert echt Hirnschmalz, ne? Also bei mir zumindest. Ach so, warte mal, ich bin dumm. Ich bin dumm. Mal wieder. Mal wieder was ganz Neues. Manchmal vergisst man einfach so Dinge, die existieren. So. Kurz Nase kratzen. Okay, sieht mir aus, wenn ich das jetzt einfach aufmachen kann hier. Hilfe! Nee. Nein, nein, nein. Lass mich da. Lass mich da. Lass mich. Lass mich! Das ist schlecht. Ich hätte da sowieso nicht reingekonnt, oder? Okay. Ach so. Warte. Ich jetzt einfach zurückgehe und das hier raus. Ja, genau. Hey. Ist einfach raus. Hallo, du sollst es rausziehen, du Kackspaten. Sag mal. Ha! Ich kann das nicht greifen. Check ich nicht. Ich kann natürlich auch einfach so machen. Das hat ja richtig viel gebracht. Fantastisch. Also Secret ist mir eigentlich so relativ egal. Ich habe irgendwie das Gefühl, das muss ich sowieso machen. Ich bin wirklich erstaunt davon. Ach, warte mal, da kann man hoch. Ah! Wow, voll übersehen, okay. Ich muss sagen, ich bin erstaunt darüber, wie sehr mich dieses Spiel hier tatsächlich auch durchaus
Hops nimmt. Nämlich jetzt direkt schon wieder. Wenn ich mal nicht weiß, wo es lang geht. Ja, das bringt mir jetzt auch nicht so viel. Bringt mir ja auch nicht so. Hochklettern kann ich ja auch nicht an dem Seil jetzt und mich da so rüber. Ah, warte mal, ich kann natürlich schwingen jetzt von da hinten. Warum lässt der einfach los, wenn ich die Taste loslasse? Haha. Hüppa. Okay. Haben wir die 20 Minuten auch schon wieder geknackt, wa? Boah, ey. Okay. Ja, okay. Kann mir denken, was ich hier tun muss. Entweder schnell sein oder halt mich wieder mit dem Holzding durcharbeiten. Tot. Ja, gut. Dann sage ich mal danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich spawne jetzt auch nächstes Mal wieder hier. Ich muss ja letztes Mal auch so ein paar Meter wieder laufen. Ich hoffe nicht, dass ich das Rätsel nochmal lösen muss. Ich weiß zwar, wie es geht, aber wer weiß, ob ich es beim nächsten Mal noch weiß. Ja. Danke fürs Zusehen auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal dann, ne? Ciao.